Der große Erfolg von Donald Trump bei den amerikanischen Vorwahlen, der sorgt jetzt in Deutschland und in Europa für Verunsicherung. Für die deutsche Wirtschaft zum Beispiel könnte die Wiederwahl des Republikaners für Milliardenverluste sorgen. Auch die Drohung der NATO, die Unterstützung zu entziehen, zwingt Europa zum Handeln. Mehr von Philippa Vögeling. Jubel für Donald Trump und Vorwahlsiege am Super Tuesday. Der republikanische Präsidentschaftskandidat scheint unaufhaltsam. Die Aussicht auf einen neuen Präsidenten Trump macht in Deutschland vielen Angst, zumindest wirtschaftlich zu Recht, sagt das Kölner Institut der deutschen Wirtschaft. Eine Wiederwahl Trumps würde der deutschen Wirtschaft Milliardenverluste bescheren. Der Republikaner hat für den Fall seiner Wiederwahl Zollerhöhungen angekündigt. Wirtschaftsminister Habeck warnt. Man muss ehrlicherweise sagen, dass auch die Biden-Administration nicht frei von solchen Tendenzen war. Aber sicherlich würde das unter Donald Trump und allen nationalistischen Regierungen immer schlimmer werden. Also der wirtschaftlichen Prosperität der Welt, aber auch in Deutschland, nützt das natürlich gar nichts. Konkret hatte Trump Zollerhöhungen von 60% oder mehr auf chinesische Produkte und pauschale Zölle von 10% für alle in die USA importierten Güter in den Raum gestellt. Solche Zölle würden für die exportorientierte deutsche Wirtschaft innerhalb der vierjährigen Amtszeit etwa 120 Milliarden Euro Verlust bedeuten. Sollte China mit eigenen Zollerhöhungen zurückschlagen, wäre auch Deutschland Opfer eines globalen Wirtschaftskriegs und das Krisenszenario für Deutschland sogar noch düsterer. Experten betonen allerdings, dass es Trump bei seinem Handelskrieg nicht um Europa, sondern um China gehe. Für die Europäer bedeutet das, wahrscheinlich wird es doch weitergehen. Außerdem braucht Trump uns letztlich in seiner Strategie gegen China. Auch das spricht dagegen, dass er allzu hart gegen die Europäer vorgeht. Doch die Deutschen machen sich nicht nur Sorgen um den wirtschaftlichen Wohlstand, sondern auch um die äußere Sicherheit. Würde uns ein Präsident Trump wirklich vor einem Angriff Russlands schützen? Erst kürzlich stellte Trump in den Raum, er würde säumige NATO-Partner nicht gegen eine russische Invasion verteidigen. Europa und Deutschland müssen jetzt selbst aktiv werden, so Roderich Kiesewetter. Und deshalb bedarf es einer ganz engen Abstimmung der europäischen Leitnationen, auch mit den Partnern in den baltischen Staaten und in Skandinavien. Aber zum anderen dürfen wir nicht dazu beitragen, dass diese Allianz, Krieg nenne ich sie, aus China, Russland, Iran und Nordkorea uns spaltet. Deswegen brauchen wir transatlantische Signale. Und hier ist der Kanzler gefordert, der ja immer von der Führungsnation Deutschland spricht. Hier muss er Führung beweisen und entsprechende Signale an die USA senden. Signale an die USA senden, ob bei Verteidigung oder Wirtschaft. Die mögliche Wiederwahl Trumps zwingt Deutschland zum Handeln. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.